kann Sorgen, Sorgen sein. Signori e signori, ladies and gentlemen, nostro presentatore, nostro amico, Andy Polak! Wo fühlst du dich gleich wie zu Haus? Wo treibt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger? Wo seid ihr froh und ich ebenso? Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Servus, guten Abend, danke schön. Vielen Dank, danke, ist schon gut. Danke schön. Ich glaube, die haben mich jetzt erst erkannt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Ihrem, zu unserem Schlagerspaß. Ich freue mich, dass Sie diese nächsten zwei Stunden mit uns verbringen möchten und ich bin nicht mit leeren Händen gekommen. Ich habe Geschenke dabei für alle, die brav waren seit der letzten Sendung. Und das waren Sie ja alle, dass Sie brav waren. Ich habe Geschenke dabei, nicht eingepackt in Geschenkpapier wegen der Umwelt, sondern lauter freilaufende Kolleginnen und Kollegen. Und diese enorme Großzügigkeit hat sich diesen Applaus verdient. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Zuständig für viel mehr als nur Gläser, Getränke und Musikinstrumente sind unsere beiden da hinten. Das ist zum einen die Alma. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und natürlich in seiner Musikalien-Ecke unser Jens. Servus, Jens. Servus, Andi. Viele Gäste haben Sie ja schon gesehen. Die, die Sie kennen, werde ich Ihnen später noch einmal vorstellen. Die, die Sie noch nicht kennen, die stelle ich Ihnen erst recht vor. So wie zum Beispiel unseren Musikanten aus Degerschlacht. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich auf eure Musik. Blasmusik! Das ist immer eine ganz schöne musikalische Farbe bei uns im Schlagerspaß. Musikalisch los geht's aber mit Musik aus dem wohl berühmtesten Land der Welt. Aus dem Zillertal, zumindest was die Musik betrifft. Dort wird ja in jedem Haus musiziert und manchmal lässt man ein paar Musikanten raus und die kommen dann zu uns in den Schlagerspaß. Und selbst der größte Griesgram hat ein Lächeln im Gesicht, wenn er die Hits der Jutzis hört. Und die hört ihr jetzt. Hier sind sie, die jungen Zillertaler mit ihren Hits. Zipfel, ja, da nimmt das alte Zipfelspiel sein Lauf. Drum auf den Berg,
Die Jutti, schön, oder? Das ist Musik für jedermann und für jede Zeit, in der man sich wohlfühlen möchte. Euch muss ich nicht sagen, dass ihr einen Platz habt. Ihr könnt euch hinsetzen. Ihr gehört ja schon zur Schlagerspaßfamilie dazu. Wir hören dann später natürlich noch etwas. Der Sänger, den ich jetzt ansagen darf, der wurde 1999 in einer Fernsehsendung entdeckt. Von keinem Geringeren als von Dieter Thomas Heck. Und seit dieser Zeit hat er seinen Beruf und die dazugehörige Dienstmarke an den Nagel gehängt. Er war nämlich Polizist. Der Michael Heck ist heute Abend hier. Zum allerersten Mal, wie gesagt, in unserem Schlagerspaß. Und er singt uns ein Lied, das könnten Sie kennen, das klang früher so. Hallo, ai. In einem neuen Gewand von Michael Heck, Paradiso Bay. Michael Heck zum ersten Mal im Schlagerspaß. Und die aufmerksamen Fernsehzuhörerinnen und Hörer werden gehört haben, diese Stimme, das klingt doch wie damals, wo wir den einen immer so gerne mochten, wenn er die Lieder gesungen hat. Meinen Sie diesen Herrn, den Ronny? Ja. Er, der Michael Heck, mit dem habe ich vorher geplaudert, ist ein Riesenbewunderer von Ronny, hat viele seiner Lieder schon auf CD aufgenommen und heute Abend hören wir noch einen Titel von Ronny, den er dann im Duett singt.
Im Duett deswegen, weil er zum ersten Mal da ist und sich das Duett alleine nicht singen traut. Drum habe ich ihn verhaftet, dieses Duett mit mir zu singen. Ich habe für das nächste Lied, das ich für Sie singen darf, habe ich einen Brief bekommen. Da steht, lieber Herr Andy Borg, wir sehen regelmäßig Ihre Sendung mit großer Freude. Ihre lustige Moderation ist unterhaltsam, anregend und gebietet großen Respekt und Anerkennung. Danke. Meine Lebensgefährtin Gerlinde und ich sind seit 15 Jahren zusammen. Ein Riesengeschenk, schreibt er. Wir beide sind Musiknarren. Unser Wunsch wäre das Lied Adios Amigo von Sascha Distel. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und behalten Sie Ihre Fröhlichkeit und gute Laune. Ihre Siegfried und Gerlinde aus Rothenbruch. Und schauen Sie, auch vom Sascha Distel, ein Kollege damals, vom Ronny, der hat das damals gesungen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch von mir. Adios Amigo. Amigo, adios, goodbye. Du weißt, deine Freundschaft zerbricht für uns zwei. Wir lieben sie beide und einer muss gehen. Und den Blick ihrer Augen, ich kann ihn verstehen. Adios, amigo, du kannst nichts dafür. Ich wünsch dir nur eines, werd glücklich mit ihr. Ich geh meine Wege und die Wege sind weit. Adios, amigo, sie war schön, die Zeit. Adios, für immer, adios, goodbye. Sie hat sich entschieden, ich geb sie dir frei. Ich geh meine Wege und die Wege sind weit. Adios, amigo, sie war schön, die Zeit. Ja, hat Ihnen gefallen? Ein schönes Lied, ja. Dankeschön, vielen Dank. Ich habe gerade meine ersten zwei Autogramme in dieser Woche gegeben. Alma, es hat Nein, nein, ist ja Spaß, ich spaß. Weißt du, wer es ist? Nee, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Komm rein, schauen Sie, wer da ist. Einen Riesenapplaus für unseren Konstantin. Was machst du hier? Bist du, Sandy? Lass dich drücken. Komm mit rein. Meine Damen und Herren, für alle, die ihn nicht kennen, unser Konstantin, der ehemalige Assistent von der Alma. Komm, wir gehen zu Alma rüber. Ja, sehr gerne. Darf ich gleich zu Alma? Ja, natürlich. Hallo. Ist der, meine Hi. Hier. Sie sind zurück. Wieder zusammen. Viele Menschen haben geglaubt, ihr seid ein Paar. Ihr wart nie ein Paar, ihr wart ganz liebe Arbeitskollegen, oder? Ja. Die auch viel Freizeit miteinander verbringen. Darf ich mich da hinstellen? Ich will nicht im Weg stehen. Schauen Sie, der Konstantin ist bei uns im Schlagerspaß. Jetzt erklär unseren Zuschauern, wir wissen es ja, warum du uns verlassen hast. Ich war nie richtig weg, Andi. Im Herzen war ich immer da. Ja. Ja. Aber nein, ich habe auch selber ein kleines Lokal zu Hause in Stuttgart. Nicht ganz so schön wie hier. Danke. Ja, aber da muss ich hin und wieder auch tätig sein, speziell am Wochenende.
Und von daher hat es mir leider nicht mehr gereicht. Es hat damals ja begonnen in der Corona-Zeit, wo wirklich Not am Mann war. Da warst du dann für dein Lokal da. Wir dachten, das geht dann wieder. Aber so muss das Leben wohl sein, habe ich schon mal gesungen. Es. Und die Tatsache, dass er einfach nur so vorbeischaut, um einen... Oder du bleibst doch jetzt noch ein bisschen. Wenn ich darf. Ja, selbstverständlich. Ja. Wir haben aber eine Neuerung. Mhm. Wir haben eine Schürze. Ich habe gehört davon, Andi. Ja, kriege ich auch eine. Ja, wenn du da einmal zur Seite stehst, dann natürlich. Ich habe darauf gehofft. Der kann das tragen. Ein Riesenapplaus für unseren Konstantin, der uns besucht. Da sehen Sie, wie liebevoll in dieser Familie miteinander umgegangen wird. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und wenn weite Wege sind oder schwere Krüge, dann schick einfach die Alma. Mach mal. Die ist trainiert jetzt seit vielen, vielen Sendungen. Ja. Wir freuen uns jetzt auf ein Geschwisterpaar. Es sind eigentlich auch Geschwister von unserer Schlagerspaß-Familie. Sie kommen aus dem schönen Salzkammergut und die können eigentlich singen, was wollen. Das klingt immer schön. Alles, was aus ihrem Mund kommt, klingt einfach wie ein schönes Lied. Und Sie nehmen mir bei diesem Titel, den Sie heute mitgebracht haben, das Wort aus dem Mund. Ich habe schon so lang nicht mehr Danke gesagt. Sigrid und Marina. Man viel zu schnell mal, oh mein Gott. Doch dem Regen folgt der Sonnenschein, all die Schatten gibt's nicht ohne Licht. Immer wieder gibt es Wunder, immer wieder wird alles gut und immer wieder sehen wir all das Schöne nicht. Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt. Ich hab vergessen, wie schön das alles ist. Und viel zu lang hab ich mich nicht mehr gefragt, warum du immer noch an meiner Seite bist. Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt. Ich hab vergessen, was du für mich tust. Aber heute schau ich hinauf zu dir und von Herzen kommt dieses Gebet von mir. Viel zu selten kann man hören, ist das Leben herrlich, oh mein Gott. Viel zu selten könnte ich schwören, kommt vor Freude mal ein, oh mein Gott. Man vergisst vor lauter Sonnenschein und vor lauter Stehen im Rampenlicht. Unser Leben ist ein Wunder, immer wieder ist alles gut, doch immer wieder sehen wir all das Schöne nicht. Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt. Ich hab vergessen, wie schön das alles ist. Und viel zu lang hab ich mich nicht mehr gefragt, warum du immer noch an meiner Seite bist. Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt. Ich hab vergessen, was du für mich tust. Aber heute schau ich hinauf zu dir und von Herzen kommt dieses. Aber heute schau ich hinauf zu dir und von Herzen kommt dieses Gebet von mir.
Bravo, Jens. Und bravo, Sigrid und Marina. Ein schöner, langsamer Walzer. Der nächste Sänger, meine Damen und Herren, ist auch heute zum ersten Mal bei uns im Schlagerspaß und ist aus meiner Heimatstadt, aus Wien. Und wenn Sie jetzt sagen, der schaut ja gar nicht aus wie der Borg, einige werden sagen, der schaut ja Gott sei Dank gar nicht aus wie der Borg, das kann ich Ihnen das auch erklären, warum wir nicht gleich ausschauen. Jeder von uns hat seine eigenen Eltern. Aber wir haben auch was gemeinsam, die Liebe zur Musik. Er tut sich in dem Fall ein bisschen leichter, denn in seinen Adern fließt italienisches Blut. Und sagen wir doch einmal ehrlich unter uns, jedes Lied klingt einfach schöner, wenn man es auf Italienisch singt. So wie zum Beispiel Solo Tu. Hier ist Patrizio Buane. Solo Tu. Patrizio Buane, schön, dass du da bist. Er kommt nachher dann noch einmal. Sie haben den Titel erkannt, du auch, 1956? Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Blätters haben das gesungen, Only You. Aber ich habe es gesagt, auf Italienisch Solo Tu, natürlich. Andreas Hastreiter ist wieder mal da. Ein Bub aus Bayern, der nebenberuflich einen nicht kleinen Bauernhof betreibt. Und wenn er Zeit hat, macht er ein bisschen Musik. Und wenn er Zeit hat, kommt er immer daher, oder? Und mich freut es wahnsinnig, dass ich wieder hier sein darf. Ja. Vielen Dank. Und danke, dass wir miteinander singen dürfen. Einen Titel, der älter ist als du. Dass du den kennst? Ja, natürlich kenne ich den. Dich kenne ich ja auch, gell? Okay. 1988. Unser Geburtsjahr. Da haben der Wolfgang Edenhader und der Willi Seitz. Die sind ja praktisch meine Nachbarn. Die sind ja also Oberpfälzer. Okay. Und ich bin ja Niederbayer. Also dass du das dann trotzdem singst, dann hast du den Titel ja so lange gehört, bis. Ja, wir Bayern müssen ja zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten, genau. Dann sage ich danke, dass du ihn mit mir singst. Wir singen dieses Lied jetzt für Sie, den Jahrhunderthit aus dem Grand Prix der Volksmusik. Ich glaube, kein Titel war je so erfolgreich wie Patrona Bavaria, oder? Und ein superschönes Lied. Ein superschönes Lied. Sie werden uns recht geben. Schauen Sie. Hören Sie.
mal gehabt, das hat mich nimmer wollen. Kein Telefon, kein Brief von ihr, ein anderer hat mir's gestohlen. Da ging hinaus am Waldesrand, wo's kleine Kirchen steht. Maria Holm, so hab ich gesagt, du wusst, wie's weitergeht. Patrona, da war ich eh, hoch überm Sternenzelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn ich mal Sorgen hab und mir die Hoffnung fehlt, Patrona, Bavaria, nimm mich an deine Hand. Auf einmal ist mir anders geworden, mir war so warm ums Herz. Die Angst, die ist so schnell verflogen, so wie der Schnee im März. Drum leid, wenn's ihr mal Sorgen habt, verliert's nicht gleich den Mut. Schickt eure Sorgen zum Himmel auf, denn dann wird alles gut. Patrona, Bavaria, hoch überm Sternenzelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn ich mal Sorgen hab und mir die Hoffnung fehlt, Patrona Bavaria, nimm mich an deine Hand. Sorgen hab und mir die Hoffnung fehlt, Patrona Bavaria, nimm mich an deiner Hand. Patrona Bavaria, führ mich durch unser Land, führ mich durch unser Land. Wir sind an mir. Dankeschön. Wir sind mir. Das passt zu ihm, oder? Ein schönes Lied. Herrlich. Andreas, du gehst wieder zu deinem Platz. Ich sehe gerade, die Alma hat mir da unsere Wunschbox hingestellt, oder was ist das? Ja, okay. Genau. Dann schauen wir mal. Wäre die Getränke für uns gewesen, Konstantin? Ja, ich war auf dem direkten Weg zu euch. Ich habe aufgehört, während dem Singen zu trinken. Deswegen habe ich es nicht angenommen. Unsere Wunschbox. Sie wissen, da schmeißen die Kolleginnen und Kollegen immer Wünsche rein, die sie sich nicht wagen auszusprechen. Ich lege jetzt einmal mein Mikrofon da eine. In die Wunschbox. Ah, schau her. Ich wünsche mir zusammen mit dem Andi Borg das Lied Für meine Schwester. Dann gehe ich jetzt mal hin, weil die Schwester heißt nämlich Marina und die andere Schwester heißt Sigrid. Also, wenn du die Sigrid bist, dann ist das deine Schwester, die Marina. Stimmt. Und deine Schwester wünscht sich für dich ein Lied, das heißt Schwester. Nein, Marina, Marina, das Lied heißt Marina. Und du lässt das Mikrofon liegen, weil wir zwei singen jetzt. Komm, komm, ich kenne mich hier aus. Wir machen das aus der Jukebox. Also es ist eine sehr große Ehre, Andi, dass ich das jetzt für die Marina mit dir singen darf. Ja, siehst du das? Eine Ehre. Marina. Ich habe kein Mikrofon. Nein, ich habe das in der Box liegen lassen. Mein Gott, alles. Dieses Personal heutzutage, ich sag's Ihnen. Kein Verlass mehr. Entschuldigung. So. Ja, darf ich? Ihr macht es jetzt ganz schön spannend. Yes. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine zauberhafte Ballerina. Oh, wärst du doch süße Cara Mia. Aber du gehst ganz zu deiner Schwester. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas an Rotwein. Ich fragte, Liebling, willst du mein sein?
wunderbares Mädchen. Bleib sie wie ein Pärchen, komm, lass mich nie alleine. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, no, ich aus. Ich aus. Das war das Lied für die Schwester. Marina, du bist eine liebe Schwester. Danke, Andi, dass du es mit mir gesungen hast. Nichts zu danken. Das war nicht zum Geburtstag. Das war einfach so. Einfach so. Und das weiß man zu schätzen, wenn ein Geschwisterchen sagt, hey, lass danke, uns dass ich die Marina hab. Ich würde das für meine Schwester danke. Auch machen, aber die heißt Harald und ist ein Bruder. Ja, dann lege ich das Mikrofon jetzt zum zweiten Mal da rein. Ich weiß, schreibt der Andreas Hassreiter, du hast eine Schrift. Da bin ich froh, dass du besser singst als schreibst. Der Andreas schreibt, ich weiß, dass Michael Heck sehr tief singen kann. Welcher ist denn der tiefste Ton? Michael, komm, das probieren wir. Gehen wir zum Jens, oder? Nein, Eddie, das checken wir jetzt mal aus. Komm. Entschuldigung, darf ich einmal probieren? 1, 2, 3, 4. Nein, der spricht wirklich so. Das kann man gar nicht glauben. Ich bin jetzt gespannt. Ich auch. Wie weit kommst du denn runter? Ich weiß es nicht. Ich hab's nie probiert. Ja, wir checken aber mit Sicherheit nicht so weit mit dem Akkordeon. Ich würde sagen, ja. Ja, okay, du gibst einen vor und ich mal gucken, wie tief wir kommen. Genau. Jetzt ist fertig. Nein. Dankeschön. Eine schöne, warme, tiefe und trotzdem freundliche Stimme von Michael Heck. Einen habe ich noch. Ich erinnere mich, dass, wer schreibt das? Der Steffen von den Degerschlachter Blasmusikanten. Wo sitzt der Stefan? Steffen. Steffen hast du geschrieben. Was kennst du? Dass die Juzis vor vielen Jahren von meinem Adios Amor, das kenne nicht mal ich. Sag mal nach. Und du möchtest es von den Juzis hören? Ja, gern mit dir. Dann möchte ich es auch gern hören. Na, ich höre mir es erst mal an, ob ich da mitsinge. Ich nehme mir das Mikrofon mit. Schauen Sie. Spaß. Ich kann ein bisschen zaubern, kann ich schon. Kommt, Juzi. Stimmt das? Muss ich gleich einmal fragen, den Markus? Ja, das stimmt wirklich, Andi. Das war schon, ich glaube, ist jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist 11 oder 12 Jahre her. Ist schon lange her. Ich weiß nicht einmal, welche Tour das ist, aber. Ich helfe euch. Wenn ihr nicht bitte. Weiter wisst, es ist ja euch. Auch dein Lied. Weißt du, das ist es. Ich schlag dir ins Gesicht. Du glaubst, ich treff dich nicht. Ihr singt die richtige Version. Ah, Adios am Ohr. Am Ohr singen die. Also, machen Sie Ihre Ohren auf, hier spielen die jungen Zillertaler mein Lied. Bitte sehr. Bis daher kennen Sie. Ich sah dir ins Gesicht. Du sagtest, frag mich nicht, ich wusste auch so Bescheid, sie war vorbei, unsere Zeit. Ich hab gemeint, du weißt, er war mein Freund, du weißt, das hat er gut gespielt, bis er dich aus Freundschaft behielt. Ich weiß, dass ich dich verlor, lass mit dir auf den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es soll alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Leben wohl sein, es holen alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Ihr spielt's ganz, ich bin begeistert, mit dem Zwischenteil. Okay, ich kann... Ich sehe dein Haar
Nass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor. Drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein. Es und alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor. Drum adios, 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 amor. Das habe ich noch nie gehört von euch. Ihr spielt sonst immer so schöne Lieder. Warum? Nein, nein, nein. Ich habe das gerade gehört. Wir haben großen Spaß gehabt. Komm, wir gehen wieder auf einen Platz. Die Instrumente könnt ihr da lassen. Meine Damen und Herren, das war, da, es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, von denen man nicht weiß, dass sie einem die Lieder borgen, quasi so. Aber ich singe ja auch von den jungen Zillertal-Liedern, ohne dass sie es wissen. Und warum soll ich nicht auch mit den jungen Zillertalern adieren? Ich bin fix und fertig. Ich bin ja froh, dass ihr es in einer Tonlage gespielt habt, wo ich als alter Mann noch mithalten kann. Den jungen Zillertal. Wir hören ja nachher noch was von euch. Weil jetzt schauen wir auf die Uhr. Schauen Sie auf die Uhr. Es ist schon zu spät, um früh, oder? Ins Bett zu gehen. Meine Damen und Herren, jetzt kommen private Freunde von mir. Ganz, ganz liebe Kollegin, ganz, ganz lieber Kollege aus dem hohen Norden. Aus Oldenburg sind Sie hierher angereist. Und Judith und Mel, die uns heute hier besuchen, die sind der Beweis dafür, dass auch die Künstler, die man auf den großen Bühnen bewundert, die man im Fernsehen sieht, dass auch die nicht nur Sonnentage erleben. Wir haben es in vielen Zeitschriften gelesen. Materiell, gesundheitlich ist es ihnen nicht immer gut gegangen. Und doch sind sie immer wieder aufgestanden. Und Kraft schöpfen sie aus ihrer Musik und aus ihrer Liebe. Meine Damen und Herren, hier sind Judith und Mel. Rotlicht für die Liebe. Die Welt ist voll verboten. Du darfst nur dies, du darfst nur das. Überall ist Rotlicht, man verdirbt uns jeden Spaß. Man kann uns ja bestrafen für Verbote, die man bricht. Doch eins könnt ihr uns glauben, das schafft man bei uns nicht. Für die Liebe ist kein Thema für uns zwei. Wir schalten schnell mal um auf Geld, sind bereit und fühlen uns frei. Bei Grün, da heißt es Vollgas für eine Tour durch Raum und Zeit. Ich hoffe, bei uns ist Dauergrün, Liebe für die Ewigkeit. Verboten, da machen wir nicht mit. Mit diesen schrägen Regeln trifft man bei uns auf Granit. Rot heißt Stopp für alles, vielleicht auch für das Glück zu zweit. Eines könnt ihr glauben, dazu sind wir nicht bereit. Ist kein Thema für uns zwei. Wir schalten schnell mal um auf Geld, sind bereit und fühlen uns frei. Bei Grün, da heißt es Vollgas für eine Tour durch Raum und Zeit. Ich hoffe, bei uns ist Dauergrün, Liebe für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, für die Ewigkeit. Rotlicht für die Liebe ist kein Thema für uns zwei. Wir schalten schnell mal um auf Geld, sind bereit und fühlen uns frei. Bei Grün, da heißt es Vollgas für eine Tour durch Raum und Zeit. Ich hoffe, bei uns ist Dauergrün, Liebe für die Ewigkeit. Liebe für
und Mel in Baden-Baden im Schlagerspaß. Schön, dass ihr da seid. Und ihr wisst, ihr verlasst diesen Raum nicht, bevor ihr nicht unseren Lieblingslied... Sie wissen, was ich meine? Land im Norden... Genau. Schunklerei später noch mit Judith und Mel. Schön, dass ihr da seid. Euer Applaus noch einmal. Und jetzt bitte, begleiten Sie mich in das Jahr 1971, in dem ich mir diese Platte gekauft habe. Schauen Sie. Hey Leute, kauft beim Tulda Abraham. Kennen Sie? Ja. Und wissen Sie, wer dieses Lied gesungen hat? Ist ja einfach, oder? Steht ja drauf. Der Wolfgang. Aber wissen Sie auch, wer es komponiert hat? Auch der Wolfgang. Und wer den Text geschrieben hat? Auch der Wolfgang. Und der Wolfgang ist, könnte heute irgendwo sein. Nein, er ist heute Abend hier bei uns. Und dieser Applaus sagt, herzlich willkommen, Wolfgang Hofer. Servus, Landsmann. Servus. Schön, dass du da bist. Und du hast ja nicht nur dieses Liedchen, das ein Riesenhit geworden ist, ja, geschrieben. Du hast ja viele Lieder geschrieben. Aber vorher hast du, so wie einige von uns hier drinnen, einen anständigen Beruf gelernt. Nein, irgendwas mit Technik, oder? Richtig gelernt habe ich ihn nicht, weil mittendrin die Musik dazwischen gekommen ist. Also ich habe schon im Gymnasium habe ich schon eine Band gehabt, ja, und habe Lieder unter der Schulbank geschrieben. Ja. Und dann bin ich nach Wien zum Technikstudium. Ja. Ich muss noch dazu sagen, dieser Mann ist auch ein Landsmann. Der ist ja, bitte schön. Ja, also, ja. Genau. Du bist nach Wien? Nach Wien, und da war auf dem Weg vom Studentenheim, damals noch mit 2 Bettzimmer, bitte schön, die Studentenheim, okay, ja, zur Technischen Hochschule, da war ein Trödelladen. Und da ist mir das Lied eingefallen. Nein. Doch, in echt, in der Lerchenfelder Straße. Und okay, dem Rundfunk hat es gefallen. Wahnsinn. Dann hat es der Schallplattenfirma gefallen. Und ja, dann bin ich los und habe in der ZDF-Hitparade Heiner von Platz 1 verdrängt. Und dem hat es nicht gefallen. Das glaube ich, aber es war uns wurscht, als wir die Platte gekauft haben. Das heißt, du hast nie richtig als Techniker angefangen zu arbeiten? Nein, habe ich nicht. Liebe Mama, lieber Papa, ihr hättet jetzt nicht so streng sein brauchen damals. Weil meine Mutter hat immer gesagt, davon kannst du keine Familie haben. Aus uns ist was geworden. Ja, und ja, aus uns ist was geworden. So, das habt ihr jetzt davon. Genau. Ja, wie ist es zum Trödler? Hast du gesagt, du gehst da einfach und dann fällt dir sowas ein. Für wen hast du denn alles Texte geschrieben, wenn ich das fragen darf? Texte geschrieben habe ich also für viele Leute. Für Wenke Mühre, für Maite Kelly, für Kastelrote Spatzen und was weiß ich alles. Und unter anderem Udo Jürgens natürlich. Mein größter Künstler. Also bis jetzt zählst du lauter Leute auf, die ich kenne. Ja, siehst du das? Und ich bin nett. Ich auch. Ich kenne die auch. Ja, ja, du hast für sie geschrieben. Und er hat nicht nur Texte für Lieder geschrieben, sondern auch Bücher, wie man so schön sagt, für Fernsehsendungen. Ja, genau. Für viele Fernsehsendungen. Für viele Fernsehsendungen. Ich lege jetzt mein Mikrofon weg und ich zeige Ihnen was. Schauen Sie. Das ist ein, nicht ein Buch, aber das ist die Teamliste. Vom Team von Wetten, dass. Und ich sage Ihnen was, aus welchem Jahr ist das? Boah, keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen ohne Brille. Irgendwo da stehen, warte mal, wo sind wir denn? Fred Kogel, das ist bei Tons 93. Ja, da gab es schon gelbes Papier, natürlich, ja, 93, genau, schau her. Genau. Ja. Für die Wetten, dass Sendung, pass auf, was ich da jetzt lese. Da lese ich Regie... Alexander Arns, genau. Alexander, eine Koryphäe. Ja. Sein Assistent damals. Aber, genau, ich lese es auch. Michael Mayer. Und wissen Sie, wo der jetzt gerade sitzt? Der sitzt jetzt am Regiepult und muss Regie machen für diese Sendung. An der Stelle, siehst du, hättest du, lieber Michael, rechtzeitig aufgehört, so wie wir beide, dann hättest du jetzt einen anständigen Job und würdest nicht da oben in der Dunkel. Wir sind doch froh, dass du da bist, Michael. Gell? Aber, ja, natürlich, sonst würden Sie mich ja nicht sehen. Sehen Sie mich nicht, oder was? Nein. Aber was dann auch noch wichtig ist, auf der nächsten Seite steht Buchautor Wolfgang Hofer. Genau. Du? Das waren die höheren Weinen damals, Wetten, dass. Also das war, wenn man bei der Show mitmachen durfte, ja, wie auch immer, ob als Gast oder als Mitarbeiter, das war irre. Und jetzt sind die höheren Weinen, wie, dass man beim Andy Burg ist. Na, dein Kollege Stefan Fuchs, der für diese Sendung das Buch schreibt, der schaut sich die Sendung nie an, weil er nie irgendein Wort hört, das er mir geschrieben hat. Das hat er mir gerade heimlich gesteckt. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Und der Stefan hat mir gebeichtet oder erzählt, dass du
so schöne Lieder für Udo Jürgens und für die ich auch kenne. Wollen wir ein paar aufzählen, damit die Leute wissen? Gerne, gerne. Damit die sich erinnern? Ja, natürlich. Schau her. Welches zum Beispiel? Also das Erfolgreichste war von Udo Jürgens war Buenos Dias Argentina. Das war mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Buenos Dias Argentina, komm, wir reichen uns die Hand. Unser Jens, das kennt sogar der Jens. Das war eine Weltmeisterschaft, oder? Das war eine Weltmeisterschaft, das war 78 in Argentinien. Okay. Und das Irre war, da hat Österreich, unser Heimatland, Deutschland mit 3-2 besiegt. Ja, wie jedes Jahr, ne? Ja, wie jedes Jahr. Hast du noch ein Lied, was uns der Jens vielleicht... Ja, ich habe natürlich... Udo Jürgens nochmal? Ja, Udo mit der Jürgens Tochter Jenny? Ja? Das heißt mit dem, wie? Ich wünsche dir... Ja, genau. Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt. Herrlich. Wie fällt dir sowas ein? Das mit dem Trödler habe ich verstanden, da gehst du vorbei, du wolltest was kaufen, hast kein Geld dabei gehabt, dann hast du ein Lied dazu geschrieben und dann hattest du das Geld, um da reinzugehen. Aber bei Liebe ohne Leiden, warst du da traurig oder fröhlich? Das war im Grunde genommen, war das, als Jenny anfing, ihre eigenen Wege zu gehen. Und da ist es ja, da muss man ja fröhlich sein, wenn ein Kind seine neuen Wege findet, eine Liebe findet und aus dem Haus geht. Das ist normal und schön. Also muss man gut drauf sein. Wenn man traurige Lieder schreibt, muss man gut drauf sein, weil sonst werden die traurigen Lieder zu traurig. Dann bist du ein Mensch, der das fühlen kann. Ja, ich denke mich rein. Du kannst keine Texte schreiben, wenn du dich nicht reindenkst in andere Menschen oder in Situationen. Das geht nicht. Klasse. Heute Nachmittag haben wir über ein Lied gesprochen, das war nicht für Udo Jürgens, das kannte ich aber auch für eine Frau. Ja, genau. Das war so ein Mann von der Margot Werner. Ja, genau. Genau. So ein Wolf, so ein Gang, sieht mich unwahrscheinlich. Nein, wie heißt das? Ja, du musst Texte genehmigen lassen, wenn du die... Ach so, Entschuldigung, wie heißt das? Kannst du mit dem Text reden? Ich kann damit leben. Komm, spiel das mal, dann erinnern wir uns wieder. So ein Mann sieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese Kraft, schenke dir die Leidenschaft. So ein Mann, so ein Mann, macht mich endlich und nervös, und schon ist es passiert. Bitte seien Sie mir nicht böse. Hammer! All diese Lieder hat dieser Mann geschrieben. Und noch eins. Ich sag's Ihnen, das kennen Sie, das kennt ihr, das kennen wir alle. Aber das sagen wir jetzt nicht, weil das singen wir nicht. Alle gemeinsam. Erinnern Sie sich dran. Und jetzt geht's weiter. Mit dem Titel, über den wir gerade gesprochen haben. Ich habe es gesagt, dieser Mann könnte überall auf der Welt heute sein. Heute ist er bei uns und wir bestehen drauf, diesen Trödler Abraham-Hit zu hören. Und ich fordere Sie nun auf, meine Damen und Herren, bitte kaufen Sie doch beim Trödler Abraham, gesungen von unserem Wolfgang. Gerne. Bitte sehr. An der Erde Ende, ob ich Sonderbares fände, Gabenlichter, Götter oder Tand. Fand in Stein gehauene Fragen, Zauberkunst aus alten Tagen, fand die Weisheit an Poseidon Strand. Das trug ich wohl zusammen für die Jahrmarktsbude unserer Welt. Wahrheit, Schein, Gerüchte, Lügen und kein Jota wird verschwiegen, wenn Abraham den Kirmes hält. Hey Leute!
gekauft beim Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten Abraham. Schönes aus den alten Zeiten, edle Werte, die uns leiten und ein gutes Werk, das Heil erbringt. Was noch für den Schwärmer bliebe, ein paar Töne zarter Liebe, wie's der Gondoliere wohl besingt. Ja, kommt und wühlt in Kitsch und Künste, Abraham ist stets zu Diensten, nehmt den Kram und werdet froh damit. Sensationell, komm her. Danke dir, Andi. Ich bin begeistert. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt einmal irgendwo bei einem Geschäft vorbeigehen und sehen, was Interessantes, schreiben Sie doch einmal ein Lied und schicken Sie es uns. Wir sind brennend. Du hast das Lied geschrieben vom Trödler Abraham. Ich habe mich dann erkundigt. Ich war tatsächlich da drinnen in dem Trödelladen und habe den kennengelernt. Weißt du, wie die Tochter heißt vom Trödler Abraham? Nein, weiß ich nicht, aber ich bin sicher, du wirst es mir gleich sagen. Ich sage es. Okay. Sarah. So wie du mich berührst, so wie du mich küsst, so wie du mein Herz zum Strahlen bringst, heute Nacht, das tut so gut. Verfügst, geht die Sonne auf und mein Herz wird jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel blau. Thank you.
Vielen Dank für diese Stimmung in unserem kleinen. Ich hätte. Dankeschön, danke. Nehmen Sie wieder Platz, bitte, nehmt wieder Platz. Wenn ich in Wien einen Auftritt habe und die Leute stehen auf, dann habe ich immer Angst, dass sie zur Straßenbahn laufen, weil die letzte Straßenbahn fährt. Ich freue mich, dass nicht nur kleine Gäste heute Abend hier sind, und der Junge. Ich gehe da vorbei und denke mir, wo kommt der Schatten her? Und dann steht der da auf und steht neben mir. Ich sage, komm, ich gehe da nochmal hin. Komm, steh mal auf, steh mal auf. Und der steht nicht auf am Stuhl. Unglaublich. So was gibt's nur im Schlagerspaß. Und wenn ich beim nächsten Lied wieder vorbeigehe, bleibst du sitzen. Die Alma wartet hier schon auf die Sarah. Auf mich, auf mich. Auf dich natürlich. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich Alma gesungen, natürlich. Schade. Ach so, wir stehen hier wegen... Ja. Ah, ja. Jetzt kommt wieder die Jukebox. Ja. Guck mal, der Konsti ist wieder in seinem gewohnten... Nein, Konstantin. Ich habe sie gefunden, Andi. Die M-Taste habe ich schon zerdrückt. Ja, dann schauen wir mal. Sie wissen, worum es geht. Es geht um die Aktion unserer Jukebox. Da haben wir Briefe ausgesucht, haben die Wunschlieder unseren Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Die haben sich ihren Wunsch zu Herzen genommen. Gelernt, geübt, seit Wochen. Und dann werden wir schauen, ob das alles erfüllt wird. Brief 1. Lieber Andi Borg, als ich 21 Jahre war und wir verlobt waren, fuhr, also die Dame spricht nicht von mir, als ich 21 Jahre war und wir verlobt waren, fuhr mein Mann noch zur See. Wenn das Schiff in der Nähe war, besuchte ich ihn immer. So auch in Amsterdam. Wir hatten ein gemütliches Lokal mit Blick auf die Grachten und tranken, was haben sie getrunken? Tokaja-Wein. Ach, Tokaja-Wein. Heißt das nicht Troja-Wein? Ich weiß nicht. Ist was anderes. Ich kenne mich mit Wein nicht aus. Ein Bier ist es sicher nicht. Tokaja-Wein haben sie getrunken und waren glücklich und verliebt. Aus der Musikbox erklang pausenlos der Schlager von Tom Jones. Die Laila. Es wäre eine unsagbar Freude für uns, wenn jemand dieses Lied singen könnte. Alma, möchtest du? Ich glaube, wir haben da Personal. Richtig. Mhm. Als ich den Wunsch vorgetragen habe, hat sofort Patrizio gesagt. Absolut. Tom Jones. Ein Lieblingslied, Tom Jones. Super. Mach mal, schauen wir mal. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Annelie und Karl-Heinz, er singt jetzt Tom Jones für Annelie und Karl-Heinz, Delilah. Ja, bereit. I saw the night by the night when I passed by her window. I saw those flickering shadows with love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched them with out of my mind. My Delilah. Why Delilah? That girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Forgive me, Delilah, I just cannot take any more. Delilah. Nein. Nein, das ist Patrizio Buane. Das ist Patrizio Buane. Entschuldigung, meine Mutter ist gerade dran und sagt, hey, gib mir ein Autogramm von Tom Jones. Das war Patrizio Buane. Da kannst du selber hingehen, der wohnt in Wien. Ich muss jetzt weitermachen. Ciao. Entschuldigung. Patrizio Buane, meine Mama hat angerufen und gesagt, Tom Jones bei dir in der Sendung. Liebe Grüße, Bussi und Baci. Ciao, ja. Ciao. Sie wird dich heimsuchen und ein Autogramm verlangen, wenn du nach Hause kommst. Dankeschön, Patrizio Buane. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Brief. Da steht, liebes Schlagerspaß-Team, wir lieben deine Sendung und vor allem auch die Jukebox, wo man sich seine Lieblingslieder wünschen kann.
Meines ist Paloma Blanca. George Baker, weißt du noch? Der war auch schon hier. Paloma Blanca. Und eines möchte ich mir auch noch wünschen. Guck, dass der Schlagerspaß niemals endet. Ja, hoffentlich. Dieser Applaus sagt dir, das wünschen wir uns alle. Herzlichst eure Christina aus Jena. Liebe Christina aus Jena, ich habe diesen Wunsch natürlich weitergeleitet und dieser Wunsch wird gleich doppelt erfüllt. Von unseren beiden, kann man so sagen, von unseren beiden Schwestern, von Sigrid und Marina. Ja, dann liebe Christina aus Jena, wie gesagt, die doppelte Erfüllung deines Wunsches, Paloma Blanca, gesungen von Sigrid und Marina, gespielt von Konstantin. Ja, wir kennen in der Heimat jeden Strauch und jeden Baum. Darum zogen wir gen Süden, das war immer unser Traum. Hohe Palmen, bunte Blumen, einen Strand so weiß wie Schnee. Ja, das wollten wir erleben und so starken wir im See. Und Marina erfüllen diesen Wunsch, der nach Jena geht. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Wir haben noch einen, oder? Alle genau. Guten Dinge sind drei? Ja, ein Anruf noch. Ah, gerade sehe ich Telefon. Hier steht Hello again. Auf Französisch, oder? Hello again, Spanisch. Lieber Anni. Meine Begeisterung für deine Sendung Schlagerspaß ist nicht zu toppen. Ich kann nicht dichten, aber schwärmen und baue auf mein Glück. Ich würde gerne mit dir über ein Telefonat von In Verbundenheit. Die möchte wirklich, dass ich anrufe. Ja. Und dann steht da noch In Verbundenheit Ihre Hoheit Ellen. Klammer auf, Spitzname, Klammer zu. Das ist wirklich interessant. Da bin ich jetzt gespannt. Ob sie mich meint mit Eure Hoheit? Dann wird sie wahrscheinlich Franz zu mir sagen. 040 für Hamburg. 040 für Hamburg. Hast du den Wunsch gelesen? Strada del Sole. Ja. Von Reinhard Fendrich. Schön. Ich stehe in der Hitze an der Strada del Sole. Und jetzt habe ich mich ver... Nein. Eins. Muss ich da jetzt anders reden? Du kannst mal versuchen. Bisschen Hochdeutsch. Kann ich nicht. Was sagen die immer? Moin. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Grüß Gott. Hallo, Servus. Moin, moin. Da ist der Andi Borg. Spricht denn da Ihre Hoheit Ellen? Ja, genau. Und da der liebe Andy. Hallo, ich rufe gerade vom Schlagerspaß aus an und das ist dein Begrüßungsapplaus. Schöne Grüße an die Ellen. Bist du in Hamburg zu Hause? Ja, geboren in Hamburg und geblieben in Hamburg. Ja, so ist es recht. Du hast geschrieben, In Verbundenheit Ihre Hoheit Ellen. Ja. Wie kommt man zu so einem Spitznamen? Meine Brüder, ich habe drei Brüder, hatte ich. Haben mir meine Schuhe geputzt, die haben mir unter den Abwasch gemacht. Also du bist ja ganz schön verwöhnt worden, muss ich schon sagen. Ja, eben. Dann bist du das Glückskind in dieser Familie, denn jetzt haben wir auch noch deinen Brief gezogen. Liebe Ellen, ich freue mich, dass ich gerade deinen Brief gezogen habe, dass wir gerade telefoniert haben. Ja, wir wünschen dir so alles, alles Gute. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Lied aus meiner Heimat. Strada del Sole haben wir für dich ausgesucht. Und kein geringerer als Andreas Hastreiter hat sich... Genau. Vorher habe ich ein bayerisches Lied gesungen und jetzt singt der Andreas ein wienerisches Lied, oder? Ich gebe mir Mühe mit dem Dialekt. Okay, dann darf ich dich zur Jukebox bitten. Liebe Ellen, bleib ein Glückskind und weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Bleib dran, dieses Lied ist nur für dich.
Aber immer und immer sehr gern. Ich steh in der Hitze an der Strada del Sole. An die Fiesta ma weh in meine neuen Sandale. Mein Freundin Isabat, ich bin ein Italiano. Und die Sköt haben's mir gestessen, jetzt steh ich al lato. Und hab keine Lire. Ich hab keine Lire und keine Papiere. So was haut ich nicht viere. Ah, vor mir was böse mit den Papagalen. Und ich lass da am Glanz in meinen eigenen Sandalen. Es ist ein Skandal. Ich hab keine So was haut in die Viere. Dankeschön. Schöne Grüße nach Hamburg. Mit diesem Wunsch, und ich kann das sagen, ich bin ein Wiener, das hat er sehr gut gesungen. Und weil er das kann, kann er gleich weitermachen. Er holt sich seine steirische und spielt uns seinen aktuellen Titel. Naja. Das ist halt was. Das ist auf jeden Fall fix. Andreas Hastreiter! Jeder Tag macht Tors auch noch mehr.
Andreas Hastreiter mit seinem aktuellen Titel im Schlagerspaß. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, wir haben vorher über Ronny gesprochen und du verehrst ihn wirklich. Du hast viele Lieder von ihm aufgenommen, oder? Ich glaube, es gibt fast keins, was ich nicht aufgenommen hätte. Herrlich. Ich bin ein Riesenfan von Ronny und seiner Musik. Es ist naheliegend mit deiner wunderschönen Stimme und ich bedanke mich, dass du mir die Hälfte davon borgst. Ist mir eine Ehre. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir singen jetzt einen Titel, da erinnern Sie sich ganz bestimmt an die Caroline. Oh my darling, Caroline. In Montana, in den Bergen, steht ein Haus am Waldesrain. Und dort waren wir froh und glücklich, ich und meine Caroline. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Caroline. Wollte nie mehr von dir gehen, kann doch nie mehr bei dir sein. Jeden Morgen, jeden Abend küsste ich sie ganz allein. Eines Tages kam ein Fremder, nahm mir meine Caroline. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Caroline. Wollte nie mehr von dir gehen, kann doch nie mehr bei dir sein. Zieh doch weiter, Fremder weiter, doch er lachte, sie ist mein. Und ein Schuss fiel in Montana bei dem Haus am Waldesrain. Mit dem Sheriff muss ich gehen, denk an mich, oh Caroline. In Montana, in den Bergen, morgen früh im Sonnenschein. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Caroline. Wollte nie mehr von dir gehen, kann doch nie mehr bei dir sein. Zusammengestimmt, Bass und Gitarre. Michael Heck zum ersten Mal im Schlagerspaß. Dankeschön, 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 Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Danke. Meine Damen und Herren, darf ich hier kurz Platz nehmen? Wie du siehst, haben wir was vorbereitet. Oh ja. In Deutschland nennen sie das Buchstaben. A, B, C, was? Hä? Schön. Kannst du dich noch erinnern? Das ist schon lange her, aber ganz eher. Wir haben nämlich ein Spiel. Mit uns? Hier. Ich lege mal mein Mikrofon hier rein. Wir spielen das ABC-Spiel. Und die Frage lautet, was schenkt man im Zillertal zum Geburtstag? Und alle Geschenke müssen mit A beginnen. A, B. Okay. Was schenkt man im was Zillertal? Schenkt man im Zillertal? Zu Weihnachten. Ich wollte es nicht zu schwer machen. Nicht zu Weihnachten. Zu ganz Geburtstag. Egal. Einfach zum Geburtstag. Okay. Okay, das Spiel dauert 90 Sekunden. Okay. Die Alma hat unsere Uhr, genau. Genau, ja. Die drückt dann drauf. Muss ich alleine spielen? Ohne meine zwei Kumpels? Ja, okay, ja, ich versuche es. Du bist von uns vier der Einzige, der in die Schule gegangen ist. Also spiele ich das mit dir. Ich kann die Buchstaben ja runterlesen. Okay, es geht los. Warte, wenn die Alma sagt, geht's los. Okay, und 3, 2, 1, los. Apfel. Eine Birne, einen Citroën, Dosenbier, einen Elefanten, ein Foto von mir, nicht einen Gugelhupf, ein Hanghuhn, ja. Einen Insektenschutzgitter,
einen Jakob, Bruder Jakob, einen Kollegen, meinen Kollegen, einen Lutscher, meine Mama, die Nachbarin, den Ostfriesen, einen Parkplatz, eine Quarkdose, den Rudolf, das Rentier, den Strolchi vom Dings, die Torte, einen Unterlassstädter wie mich, ich heiße so, ein Fahrzeug, ein Verkehrsmittel, den Wolfgang von den Wildeckern, ein Xenonlicht vom Auto, ein Yeti und das ganze Zillertal. Wir haben noch nie bis zum Ende gespielt. Ja. Und ich bin sehr froh, dass nicht ich dein Lebenspartner bin, weil auf diese Geschenke könnte ich verzichten. Das ist unglaublich. Ja, also dieser Applaus sagt dir, du bist der unangefochtene Sieger unseres ABC-Spiels. Immer wieder gerne. Hab nächstes Mal machen wir es rückwärts. Hab mich sehr. Es wäre dasselbe Geschenk. Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt in der Zwischenzeit auch schon auf die Uhr geschaut haben und gesagt haben, also Sie müssen ja, nein, ich schicke euch erst rüber, weil jetzt spielen wir ja. Wir gehen noch. Ja, ja, jetzt haben wir um auf die Bühne und ich kann es nicht fassen, dass er wirklich alle Buchstaben durchgeschenkt hat im Zillertal. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt auf die Uhr geschaut haben, darauf wollte ich hinaus. Sie müssen doch einmal zugeben, dass auch Sie schon einmal bicken blieben sind. So sagen wir in Österreich, sitzen blieben sind, weil es so schön war, weil der Wein so gut geschmeckt hat, weil die Musik so gut war, weil das ABC-Spiel einmal durchgespielt wurde. Und irgendwann schaut man dann auf die Uhr und dann weiß man, es ist zu spät, um früh ins Bett zu gehen. Und das hören Sie jetzt noch einmal von den Jutzis. ABC. Dafür. Es ist zu
Zillertaler im Schlagerspaß. Habt ihr den Applaus gehört? Die Leute haben sich köstlich unterhalten. Und ich habe mir die Lachtränen vom Gesicht gewischt von unserem ABC-Spiel. Und Sie wissen, was das bedeutet, wenn ich hier stehe. Ich möchte Sie heute zurückbegleiten in das Jahr 1964. Da hatte eine junge Schwedin einen Riesenhit. Ein Lied, das wir schon oft gehört haben, auch hier bei uns im Schlagerspaß. Jetzt sehen und hören Sie das Original von Siv Malmquist. Liebeskummer lohnt sich nicht. Bitte sehr. Doch dann zog er in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama einen guten Rat. Hey, Liebeskummer, lohnt sich nicht weiter, Halling und nur. Schade um die Tränen in der Nacht. Hey, hey, Liebeskummer, lohnt sich nicht weiter, Halling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm. Zum ersten Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei. Da konnte sie es lange nicht verstehen. Oh, Liebeskummer, lohnt sich nicht mein Darling. Schade um die Tränen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das Alte nie zurück. Lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die Tränen in der Nacht. Yeah, yeah. Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Eine schöne Erinnerung, oder? Siv Malmquist. Ein Titel, dass man, das, sowas spielt man auch bei Hochzeiten oder bei Festen, oder? Ja, absolut. Liebeskummer lohnt mich. Ja, kommt immer wieder. Meine Damen und Herren, die Degerschlachter Blasmusik steht hier und Sie werden sich fragen, woher kennen die sich? Ich kann es Ihnen sagen, ich habe dort in der Gegend schon mein Unwesen getrieben, in Rappershofen, in Wannweil, kennt ihr, oder? Und wie heißt der kleine Ort? Reutlingen, oder? Ja, genau. Reutlingen. Ihr, euch, wie lange gibt es euch denn schon? Ja, tatsächlich werden wir nächstes Jahr 100. Die Band gibt schon so lange. Die 100 Jahre Jubiläum. Genau. Wir feiern 100-jähriges Jubiläum mit der Degerschlachter Blasmusik. Und habt ihr denn mit dem Nachwuchs keine Probleme, oder? Naja, nö, also wir sind nicht unzufrieden, sagen wir mal so. Kann immer ein bisschen mehr da sein, aber wir hoffen das Beste. Da kommt schon was nach. Wenn Sie jetzt so in die Runde schauen, werden Sie sagen, die schauen wirklich alle jung aus. Woran liegt das? Erstens einmal haben Sie keine Probleme mit dem Nachwuchs. Und zweitens, ich kann es Ihnen sagen, Blasmusik hält wirklich jung. Alle, die hier sind, sind über 80. Und das, nein, das ist natürlich ein Spaß. Und die Musik ist ewig jung. Meine große Liebe, gespielt von Degenschlachter Blasmusik. Bitte! Thank you.
Applausmusik, und ich sage euch was, wir haben uns alle sehr amüsiert. Dieser Applaus heißt noch einmal Glückwunsch zum 100-Jährigen. Klasse, sehr schön gespielt. Wir haben eure Nummer. Rechnet damit. Sehr, 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 sehr schön. Das ist doch eine schöne Farbe in einer Musiksendung. Und ich stehe da jetzt vor der Alma und vom Konstantin. Wir freuen uns immer noch, dass du uns heute besuchst. Wie gefällt es dir denn? Andi, das ist wie Kurzurlaub hier. Danke schön, dass du das sagst. Und jetzt, aus dem Grund habe ich jetzt einen ganz schönen Titel für euch beide. Danke. Und zwar, Patrizio Buane singt jetzt, mein Landsmann aus Wien. Der hat mir heute in der Garderobe, ich komme nach einer langen Nacht in die Garderobe, hat er mir die Kronenzeitung in die Garderobe gelegt. Das war schon sehr schön. Ein Wiener Andenken, auch noch vom heutigen Tag. Schauen Sie mal, was heute für Datum ist. Was ist für Uhrzeit? Okay, ich soll nicht so viel reden. Er singt jetzt. Ti amo ancora. Wie könnte es anders sein? Ein italienischer Titel, deutsch gesungen von Patrizio Buane. Deine Haut versüßt immer noch den Raum. Du bist wieder da und liegst neben mir im Traum. Alles ist nichts ohne dich und dein Lächeln. Nichts ist mehr so, wie's mal war. Ich wünschte, du wärst wieder bei mir, nie ganz da. Ti amo ancora, ruft mein Herz. Ich lieb dich noch immer, Sehnsucht, Schmerz. Ti amo ancora, gibt es ein Morgen? Eme, ete. Ti amo ancora, bleib bei mir. Das Feuer, es brennt noch tief in mir. Ti amo. Noch da, als wärst du nur kurz gegangen. Lippenstift rot, so wie Lava, haftet daran. Und quält mich die Sehnsucht, weil ich dich vermisse. Trink ich aus deinem Glas, dann bin ich im Traum wieder bei dir, dir ganz nah. Ti amo ancora, ruft mein Herz. Ich lieb dich noch immer, Sehnsucht, Schmerz. Ti amo ancora, gibt es ein Morgen? Eme, ete. Ti amo ancora, bleib bei mir. Das Feuer, es brennt noch tief in mir. Ti amo. Hoffnung, Himmel, bitte, das mit uns das
Patricia Buane, schön, oder? Wunderschön. Also ich meinte das Lied auch. Ich auch. Also okay. Schön, dass du da bist, dass wir uns heute hier kennenlernen. Das ist ein Begrüßungsapplaus, der sagt jederzeit wieder. Patricia Buane. Vielleicht ist dann Sigrid und Marina ja wieder dabei und dann könnt ihr ja drüber reden, welches Lied ihr zusammen singt. Und eine Fahrgemeinschaft bieten. Eine Fahrgemeinschaft, ja. Ja klar, fahren wir gleich mit. Meine Damen und Herren, wir stehen hier, weil wir stolz drauf sind, Österreicher zu sein. Wenn man auf diese große Landkarte schaut, dann denkt man, die Österreicher sind traurig, weil unser Land so schön, aber klein ist. Wir sind nicht traurig, weil wissen Sie was? Es ist egal, wie groß ein Land ist, wenn er die richtige Musik auf den Markt bringt, dann kann man stolz sein. Und das sind wir. Und wir haben einige schöne Lieder. Drei haben wir für Sie ausgesucht. Die kennen Sie alle. Sie merken es gerade, wir fühlen uns alle wohl, die Wiener, die Österreicher unter sich. Also, das waren schöne Lieder, die alle aus Österreich, und das waren nur drei. Also, wenn wir jetzt alle Hitte, die aus Österreich kommen, singen würden. Dann müssen wir Walzer tanzen. Ja, dann müssen wir Walzer tanzen und dann würden wir uns Weihnachten 2032 immer noch hier befinden und Sie könnten nicht nach Hause gehen.
Meine Damen und Herren, also wenn wir jetzt gesagt haben, das sind österreichische Lieder, also jeder Landstrich oder jedes Land hat so seine Hymne. Und es war 1990, da bekam der Norden Deutschlands eine Liebeserklärung geschenkt von einem Mann, der heute Abend hier ist. Der hat dieses Lied geschrieben, mit seiner Frau gesungen und große, große Erfolge gefeiert. Es darf geschunkelt werden. Hier sind Judith und Mel, Land im Norden. Das sind die beiden auch aus echten Schrot und Korn, Judith und Mel, zu Besuch bei uns im Schlagerspaß. Der Wolfgang und ich, haben wir schon angeteasert, wenn ich das so sagen darf, ein paar Titel genannt, aber eins haben wir verschwiegen. Eins haben wir verschwiegen. Absicht. Mit Absicht. Weil wir das jetzt singen. Alle gemeinsam. Also alle Sie zu Hause natürlich auch, wenn Sie sich vom Inhalt angesprochen fühlen, dann singen Sie einfach mit. Bei diesem Titel. Ja, genau. Mit wer sich nicht angesprochen fühlt, auch, weil es wieder mal so weit irgendwann wird so weit. Ja, genau. Mit 66 Jahren. Ich fange an. Ihr werdet euch so wundern, wenn ich jetzt Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, da lang ich nämlich hin. Aha. Aha. Ja, ja.
er äußerst lässig, das Haar, das ihm noch blieb, zieht seinen kleinen Bauch ein und macht auf heißer Typ. Aha. 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 Und sehe mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress und fege durch die Gegend mit 110 PS. Oh ho, oh ho, oh yeah. Ich sing im Stadtpark Lieder, dass jeder nur so staunt und spiel dazu Gitarre mit einem irren Sound. Ha, ha. Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mach ich eine Band auf und wir jatzen ungemein. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Abends mach ich mich mit Oma auf den Weg, dann gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek. Aha, aha, oh yeah. Im Sommer bind ich Blumen um meine Decke stehen und rennt nach San Francisco, mein Rheuma aus Kurier. Voller Stolz verkündet mein Enkel Waldemar, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opapa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Dieser Mann hat diesen Text geschrieben, ich bin begeistert. Wahrscheinlich bist du an einem 66-Jährigen vorbeigegangen und hast dir gedacht, das schreibe ich ein Lied. Wolfgang Hofer im Schlagerplatz. Dankeschön, danke. 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 Und wir machen weiter mit Liedern, die Sie sich gewünscht haben. Wir bauen einen großen Berg ein bisschen ab. Patrizio Buane beginnt. Bitte schön. Come to dance and find romance and the aroma in every bar, sweet guitar and sounds of laughter. I simply smiled and raised the glass when she walked over. The love began, she took my hand and said, let's dance. We were sliding to the left, hello, hello. He was swaying to the right, hello, hello. Oh, my head was in a spin, hello, but I held her body tight. And then this bella, bella signorina with a smile so tender, she put the rhythm in my feet as we danced this crazy beat. Oh, my bella, bella signorina, baby, I surrender. Can you teach me more tonight? Or must I dance till morning light? We was riding to the left, hello, hello. We was swinging to the right, hello. My hair was in a spin, but I held the body tight. Ein Freund rief an, mit leisem Ton,
sagte er, du weißt wohl schon, du weißt wohl schon von Alice. Und ich eilte zum Fenster, schaute hinaus, ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Und ich glaubte, dass ich nicht richtig sah, denn auch Alice war da. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Oh, no. Jeder Weg, jede Straße
hat irgendwo ein Ziel. Jeder Fluss treibt im Meer zu und endet dort sein Spiel. Doch die Liebe, die du gibst, ist schöner als ein Traum, denn sie lebt bis ans Ende von Zeit und Raum. Von Zeit und Raum. Dankeschön sagen, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Bleibt alle gesund und wir sehen uns bald wieder. Servus, auf Wiedersehen.